Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie wir uns die Gegenstände bzw. den Gegenstand aus dem Oster-Event aktivieren können. Welchen Gegenstand haben wir da, den wir ins Spiel nehmen können? Wir gehen wieder in Notepad++, suchen uns, ich glaube, Easter Egg heißt es komplett. Ja, Easter Egg. So. Und wie wir sehen, ist es deaktiviert. Wir haben keine Mengenangabe. Somit kann davon auch nichts spawnen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur dran längs gehen, geben eine Mengenangabe an, die wir haben wollen, in Nominal und Minimal. Und könnten das jetzt schon so abspeichern, die Types-Datei und die bei Nitrado hochladen. Und dann würden uns auf Farmen schon die Ostereier spawnen. Das Ganze können wir natürlich auch noch an anderen Spawnpunkten hinterlegen. Hatte ich schon mal in einem Video gezeigt, wie man das macht. Wir nehmen jetzt einfach noch mal ein paar Spawner-Punkte mit da hinzu. Das heißt, jetzt können es auf Farmen, in Städten und in Dörfern können die Eier spawnen. Und ja, ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns mal an. Ich habe schon drei Eier auf Tasche. In einem habe ich schon was drinne und wir schauen mal an, wie es funktioniert. So, und dann schauen wir doch mal. Ich habe mir schon mal einen Zombie gefangen. Wie Zombie gefangen? Ja. man nehme das Ei, man werfe das Ei. Und es kommt ein Zombie. Wir können ein weiteres Ei nehmen. Oh. Jetzt haben wir den Zombie wieder eingefangen. Jetzt ist der Zombie hier in dem Ei drinne und wir können ihn uns in die Tasche stecken und nutzen, falls wir mal angegriffen werden oder wie auch immer. Als Verteidigung. Das Ganze können wir auch mit Tieren machen, um uns einen Lebensmittelvorrat anzulegen. Da das Fleisch ja relativ schnell vergammelt, gerade ungekocht, kann man sich dann in so einem Ei einfach mal einen Bär fangen oder eine Kuh oder ein Schwein oder was auch immer an Tieren und kann sich die dann so lange aufbewahren, bis man dann halt ja, ein Tier erlegen muss. Dann kann man sich das dementsprechend direkt vor die Füße spawnen lassen und hat Verpflegung. Wie wir gesehen haben, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, man kann mit den Eiern sämtliche Zombies, Tiere einfangen. Ich nutze die für Verpflegung. Dementsprechend versuche ich mir da irgendein Tier, einen Wolf, einen Bär, eine Kuh oder was auch immer zu fangen. Dann habe ich auf jeden Fall immer Frischfleisch dabei. Im nächsten Video geht es darum, wie wir alle deaktivierten Gegenstände in der Originaldatei finden können und die aktivieren können und wie wir uns noch zusätzlich Gegenstände mit ins Spiel bringen können, die es so im Spiel eigentlich nicht mehr gibt oder in Zukunft eventuell vielleicht wiederkommen werden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal.